ich höre, könnt ihr gut im Dunkeln sehen. Die Weberin weiß etwas, das uns helfen könnte. Ich würde der Spur ja selbst folgen, aber... Ihr habt zu tun, verstehe. Steht mir einfach nicht im Weg. Wir sehen uns im Nest der Weberin, Champion. Wurdet ihr verfolgt? Das ist eure Verstärkung? So, so. Das Transformatorium entzog sich meinem Blick, bis Itiki eingebrochen und aufgestiegen ist. Ihr schmeichelt mir, Herrin. Haltet nach störenden Bewegungen Ausschau. Macht euch anschließend zur Infiltration bereit. Vorräte sammeln? Ausmarschieren? Ich habe nichts davon gehört. Glaubt mir, das sind Kriegsvorbereitungen. Und niemand hat mich informiert. Das kann nichts Gutes verheißen. Schmuggel ist nicht ungewöhnlich in der Stadt. Aber aus der Tiefe des Wahnsinns? Besorgniserregend. Ich muss wissen, wo sie diese Galle hinbringen. Warum und für wen? Seht ihr das? Nichts. Überaus ungewöhnlich für die Stadt der Fell. Die frisch Aufgestiegenen huschen für gewöhnlich über den Umbral-Bazar. Wo sind sie hin? Beeindruckend. Sie haben es geschafft. Macht es euch nicht zu bequem. Uns steht eine lange Mission bevor. Wenn diese aufgestiegenen Wachen zu nahe kommen, werft eine der Fiolen. Das wird sie ablenken. Die sehen nicht sehr hart aus. Ihr kommt damit klar. Genießt die Schleicherei. Ich spaziere einfach rein. Schwarzblut. Fass das nicht an. Ich bin nicht überrascht, das hier zu finden. Aber mir gefällt nicht, dass sie es rumtragen. Blut! Es ist in meinem Blut! Frisch aus dem Transformatorium und noch triefend vor Sekret. Sie verfrachten diese Aufgestiegenen an die Front, bevor sie bei Verstand sind. Das ändert die Situation. Das gewaltige Ding da gefällt mir gar nicht. Eine weitere Intrige, so viel steht fest. Aber wer hält es gebunden? Und warum? Ein Spritzer. Und keiner wird hinterfragen, ob er ins Transformatorium gehört. Wir sind drin. Holen wir, weswegen wir hier sind, und dann nichts wie weg. Meine liebe Lillian, wo bleibt da der Spaß? Eine gefährlich instabile Rezeptur. Interessant. Ob sie das wohl der Monstrosität da draußen zu fressen gegeben haben? Dieses Experiment geht bis zur Regentschaft von Neferas zurück. Anzeig arbeitet schon lange daran. Never wer? Unsere geliebte, verstorbene Königin. Ob die Weberin davon wusste? Dünn ist der Strang, der unser Schicksal leitet. Und wird nur durch ein wahres Opfer erkannt. Im Königreich Ashkahed wusste nur Königin Neferes, was dieses Opfer wirklich bedeutete. Meine Mutter. Ich erkannte es, als das Schwarze Imperium kam, um uns für sein letztes Gefecht in Nyalotha zu rekrutieren.
Meine Mutter weigerte sich. Dieser Verrat ist euer Ende. Ja, dieses Königreich wird vergehen, wenn euer Wille gebrochen ist. Ja. Es war ihre Stärke, die uns seitdem prägt. Seit diesem Augenblick fühlten wir uns zu großem Beruf. Aber in den Jahren, die folgten, ist unsere Größe verblasst. Schau sie dir nur an. Elendig, am Verhungern. Ich bin gegen das Leid unseres Volkes nicht immun. Es werden bessere Tage kommen. Aber nur, wenn du die Gelegenheit ergreifst. Was nutzt uns eine Zukunft in Freiheit, wenn wir durch sie der Vergangenheit verhaftet bleiben? Du verstehst noch so wenig. Du hast noch viel zu lernen, bevor du Königin werden kannst. Mutter! Mutter! Zurück. Siehst du das? Ihr kennt meine Stimme aus euren Träumen, große Königin. Die Vorbotin. Ja, des Reichs, das einst existierte. Aber die alten Götter sind tot. Das Reich liegt in Asche. Und euer Königreich ist in Schatten gehüllt. Aber das Blut der alten Götter kann euer Volk aufs Neue stärken. Eure Herrschaft könnte bis in alle Ewigkeit währen. Ihr müsst dafür nur meine Hand ergreifen. Verlocken. Aber der Preis ist zu hoch. Für solche Macht würde ich mein Königreich niemals aufs Spiel setzen. Mutter, mit wem redest du da? Oh, mit Geistern, meine Liebe. Wie immer stehen sie mir mit ihrem Rat zur Seite. Ich bereue meine Worte nicht. Ich will nur, dass unser Volk wieder zu alter Größe findet. Größe ist vergänglich. Jetzt gilt es, standhaft zu bleiben. Deine Zeit wird kommen, mein Kind. Aber erst, wenn du... Was hast du getan? Du bist nicht die Einzige, die Geister sieht, Mutter. Wie traurig, eine solch weise Königin und doch zu ignorant, dem Ruf des Schicksals zu folgen. Du! Ihr Name ist Xalatar. Du hattest deine Chance, Mutter. Mit dieser Macht werde ich Ashkahed befreien. Wir werden uns erheben. Wir werden siegen. Und gemeinsam werden wir endlich unser Schicksal ergreifen. Lang lebe Königin Anzurek. Dieses Ding ist Nefaris? Wir sollten unsere Optionen abwägen. Wir gehen hin. Sofort. Vorsicht. Wir wissen nicht, wozu dieses Ding in der Lage ist. Dieses Ding ist meine Königin. Sie liegt in Ketten. Bringt mir alles an Galle, was Sie haben. Ich schmelze Ihre Ketten selbst, wenn ich muss.
Ich weiß genau, was ich tue. Wer soll mich aufhalten? Ihr? Nicht jetzt! Bleib zurück! Euer Aufstieg ist vollendet. Sie außer Sicht und überlegen, wie es weitergeht. Die Bomben sollten mir genug Deckung verschaffen, um Itiki wegzubringen. Trefft mich im Nest der Weberin. Wir finden schon raus, was zu tun ist. Und dem Konvoi erzählt. Ihr könnt ihr erzählen, was wir im Labor gefunden haben. Viel Glück. Everis? Eine Königin? Lebt? Nein. Wie ihr es beschreibt, ist sie lediglich ein Schatten ihrer selbst. Hätten sie sie doch einfach getötet. Ihr liegt falsch. Ach ja. Ist das Mitgefühl unter Monstern? Der Tod ist das Ende der Geschichte. Mit allem davor lässt sich arbeiten. Gehen wir, Champion. Wir müssen oben Bericht erstatten. Bericht, Voss. Was ist da unten? Schwarzblut. Sie bringen es nach Heilsturz und das werdet ihr nicht mögen. Die aufgestiegenen Neruba. Xalatas sitzt direkt in ihrem Verstand. Sie liefern uns einen mörderischen Kampf. Eine Taktik, auf die sie häufiger zurückgreift. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir ihr erneut begegnen. Danke, Voss. Kriegsgolems könnten dabei helfen, unsere Chancen gegen die Neruba zu verbessern. Helft Brynth dabei, sie zu sichern, Champion. Ihr kommt gerade recht. Ich möchte euch einen Freund von mir vorstellen. ZZ-0147 ist die letzte Wartungsmaschine der Golemwerke der Tiefenschmiede. Sagt Hallo, ZZ. Das Ding ist riesig. Wir werden jede Menge zu tun haben. Die Anlage bekommt keine Energie. Aber dieser Kriegsgolem in der Ecke sieht intakt aus. Wir können es vielleicht reaktivieren, wenn wir ungestört daran arbeiten können. Ohne die Ressourcen aus Schattenader können wir keine Golems bauen. Der Ort ist größtenteils automatisiert. Er wurde vor Jahrhunderten verlassen. Mir schwebt da was vor. Packen wir es an. Bereit für eine Zusammenfassung aller Infos? Ein kurzer Lagebericht. Es gibt also einen intakten Kriegsgolem? Wenn man ihn reaktiviert, könnte er sich um den Goblin im großen Meck kümmern. Wir müssen die Wasserwerke zum Laufen bringen, um die Golemwerke zu versorgen. Leider ziehen dort vereinzelte Kobolde ihre Runden.
Haltet die Augen offen. Ohne Material aus Schattenader können wir keine Kriegsgolems herstellen. ZZ-Bogenschweißer sollte in der Lage sein, die Ausstattung der Anlage zu reparieren. ZZ und ich treffen euch bei den Wasserwerken. Mehr Titan-Technologie war nicht für die Ewigkeit gedacht, aber fast. Wir können das reparieren. Das haben wir doch im Nu gerichtet. Wir sind ein gutes Team. Ihr, ich und ZZ. Das Hydrauliksystem hat eine Blockade innerhalb der Fabrik festgestellt. Sie befindet sich im Hauptabfluss. Ihr werdet euch in den Damm begeben und die Blockade manuell entfernen müssen. Seid vorsichtig. Ich schätze, dass ihr dort nicht alleine unterwegs sein werdet. Gute Nachrichten. Das Entwässerungssystem vermeldet keinerlei Störungen. Habt ihr schon mal über eine Karriere im Sanitärbereich nachgedacht? Ihr würdet nicht glauben, was in Eisenschmiede während des Braufests los ist. Endlich wieder in Aktion. Mit Hirn und Muskeln werden wir diese uralte Anlage wieder zum Laufen bringen. Ich habe ZZ losgeschickt, um die Ausstattung in der Schattenader zu überprüfen. Ich werde zu euch stoßen, sobald ich die Wartungsarbeiten hier abgeschlossen habe. Basierend auf ZZs ersten Erkenntnissen scheint keiner der Zermalmer mit Energie versorgt zu werden. Überprüft den zweiten Verteiler, ob dort etwas nicht stimmt. Die Energie erreicht den Hauptlieferkreis nicht. Seht euch beim Verteiler um. Ihr müsst vielleicht die Energierohre in der Nähe umleiten. Die Rohre sind zerfetzt. Das Wasser erreicht die Kessel nicht. Wenn man diese Ventile in der richtigen Reihenfolge betätigt, sollten diese Hebel das Wasser über intakte Rohre umleiten. Energiefluss aktiviert. Er verteilt sich auf die Maschinen und die Gebäude überall in der Anlage. Als nächstes sollten wir uns um diese gekaperten Zermalmer kümmern. ZZ Bogenemitter sollte bei diesen Zermalmern helfen. Ihr seht eine große Höhle im Norden der Anlage. Die letzte Reihe von Zermalmern befindet sich dort. Sucht nach einem Hauptschalter, der sie kontrolliert. Gut gemacht, Champion. Sind wieder einsatzbereit. Jetzt ist es Zeit für etwas kreative Problemlösung. Hey, was geht hier vor? Ihr hättet wohl größere Freunde mitbringen sollen. Ratet mal. Haben wir. Jetzt, ZZ. Einrichtung reaktiviert. Kriegsgolems aktiv und wieder in Produktion. Einpacken, Leute! Wir sind geschlagen. Gegen die rohe Gewalt Anzurex aufgestiegener Monstrositäten helfen uns nur die Kriegsgolems. Gut gemacht.